Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, The Complete Journey. Und wir befinden uns ja jetzt bei Deponia 2. Nein, das war der falsche Safe. Das war, weil ich was zwischengespeichert habe. Okay, dann muss ich halt laden. Wir befinden uns hier. Laden. Ja. Ich schleppe das kurz mein Bildschirm, mein Hintergrundbildschirm auch geflackert. Okay, ist die Musik aus? Ne, eigentlich sollte sie ja noch an sein. Jo. Dann ist einfach hier keine Musik. Ah, jetzt. Okay, dabei ist natürlich immer noch der Stil, der sich nicht meldet. Okay. Gerade was getrunken, sorry. Ja, so. Und wir haben hier ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Okay. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. So, mach mal auf. So, dann guck mal nach oben. So, ich frage mich wirklich, ob es hier dieses Zeug zu finden gibt. Es müsste ja eigentlich diese kleinen Eckendinger zu finden sein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. What? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Wie du meinst? Ja. Yeah. So. Airbag-Kiste. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Ja. Ich würde mal sagen, Pokey hole ich später in dem Screen, weil ich weiß, dass man in den Screen noch öfters reinkommt. Kann ich inzwischen da lang oder muss ich jetzt zwingend erstmal? Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay. Ja. Geh mal zu Doc. Ja, mach das. Ich weiß auch schon, was jetzt kommt. Hast du irgendwie kurz dein Headset abgesetzt oder verrutscht? Ein bisschen. Ja, hab ich verrutscht. So. Der Clever Byte. Ach ja, der Clever Hund. Ach ja, ich erinnere mich gut an ihn. Wo ich ihn gerade wieder sehe. Ich habe ihn sonst. Ansonsten habe ich ihn vergessen. Jetzt, wo ich ihn sehe, fällt mir wieder vieles ein. Ich glaube, er hatte die Stimme von Bart Simpson. Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe eins gefunden. Das war eins. So, Farbe. Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Joa. Wollen wir noch mal gucken, wie gut das klappt. Zuerst einmal. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Gehen wir einfach durch. Und was hier das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Es läge mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst.
Sag das doch gleich. Tja, so ein Pech aber auch. Okay, hallo Cleverbite. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch fair bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Okay. Platz. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Okay, mach Platz. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Ach, Rufus, du bist dumm. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Das klingt schon besser. Aber... ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Och, du Mieser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Oh Mann. Dort steht ein Wachhund. Hier ist dieser auch nicht verdrescht. Aber hier ein Köder. Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Okay. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Erinnerst du dich daran, wie Mutenroschi mit dem Werwolf gekämpft hat und den verarscht hat? Ja. Ich muss nur gerade daran denken, dass dieser hier nicht darauf reingefallen ist.
Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Die Lampe leuchtet. Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo, da Capo. Okay, Frau ist halt kaputt. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag. Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Au! Was tust du da eigentlich? Das wirst du schon noch erleben. Au! Aufhören! Ich kann nicht mehr! Dort steht ein Wachhund. Hier, diese Aufgabe. Ich verdresche. Was tust du da? Das wirst du schon. Au! Das ist offensichtlich nicht richtig. Aufhören! Ich kann nicht mehr! Du musst das wohl auch mal verschlimmern. Okay, du scheinst dich ja nicht gut zu erinnern an die Stelle. Also als ich das gestreamt habe, warst du frischer in dem Spiel. Lässt du mich jetzt durch? Das geht leider nicht. Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Blöder Köter. Gibst du etwas von auf? Ja, ich muss ja sagen, ich muss halt sagen, ich habe jetzt... bis zu dieser Stelle wusste ich's. Ach da, Isolierband. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich den Stock doch lieber isolieren. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Hier, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge. Ich werd nicht mehr. Oh, Junge. Oh, Junge! Gut, damit wäre er tot. Das Gehirn ist abgestorben bei ihm. Ja. Wurde gebrutzelt. Poki? Ich komme auch hier in den Raum eigentlich noch später rein. Genauso wie in den. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schon... Der spoilert halt. Naja, gerade in dem Raum würde ich es nicht aktivieren. Was haben wir denn so? Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Es ist Zeit für ein weiteres plus minus... Nicht nötig, aber alle... Ja, okay. Das ist die Silbo. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los?
Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Okay. Hey Doc! Rufus! Endlich. Bol hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Tja. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Lass sie einfach aber achten. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Goal? Goal! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut... Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Der Ruf ist einfach... Ja, haut einen einfach um. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil. Ja. So. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. So, okay. Schublade. Aha. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Okay. Tiefkühltruhe. Schalter. Schalter. Schmilzt so schnell das Zeug. Tja, wird halt schnell erwärmt, ne? Gut. Ich habe mir jetzt entschieden, Poki doch schon mal in dem Raum hier zu aktivieren. Docs Ersatzteil laden ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal zu versuchen zu erklären, wie ich mir das vorstelle, dass halt das Spiel, das Computerspiel als Erzählmedium, jetzt wird es sehr theoretisch, tatsächlich ein paar Sachen machen kann, die man mit nicht interaktiven Medien, also mit Filmen oder Büchern, eben nicht so gut umsetzen kann. Und gerade hier diese Szene, in der Clever Byte den Zugang zu Docs Praxis versperrt, dafür besonders gut geeignet, weil hier tatsächlich das Hindernis, also das tatsächlich oberflächliche Hindernis, dass ein Wachhund halt die Praxis versperrt, tatsächlich so eine gewisse Kongruenz mit den inneren Hindernissen von Rufus hat, dass er halt nicht in der Lage ist, die Überlegenheit dieses hochtechnisierten, cleveren Roboterhundes anzuerkennen. Und sich dadurch mehr Schwierigkeiten selber macht, als eigentlich nötig wäre.
Also ich bin Schauspielerin, ja? Ich spiele jede Szene so, wie sie von mir verlangt wird, ja? Und was in mir vorgeht, das erfährt kein Mensch. Das kriegt niemand raus. Das hat mein Cousin nicht geschafft, das hat mein Erdkundelehrer nicht geschafft, das hat mein Bewährungshelfer nicht geschafft, die drei Psychologen, die man auf mich losgelassen hat, meine mehreren Exen, das hat niemand geschafft, ja? Keiner kriegt das raus. Ich habe ein Pokerface. Und was ich in so einer Szene mache, diese inneren Konflikte, dieser Konkurrenzdruck, das ist alles gespielt. Das ist natürlich so gut gespielt, dass immer alle denken, sie wüssten was beim... Nein, gebt's auf, Leute. Ihr kriegt es nicht raus. Und du auch nicht. Ja, okay. Aber eine zweite Sache, die mir noch zum Thema Cleverbite einfällt, ist, dass der Name tatsächlich ein kleiner, natürlich kumpelig und nett gemeinter Gruß an einen befreundeten Spieleprogrammierer ist, der tatsächlich ein hochtalentierter Computerfreak sozusagen, der in einem Freundeskreis sich bewegt, in der es halt schick ist oder schick war, sich möglichst coole Pseudonyme, so die Street Names der Spieleprogrammierer, also die Nicks sozusagen zuzulegen. Und mittlerweile sehen sie das, glaube ich, ein bisschen entspannter. In ihren jungen Jahren fanden sie es, glaube ich, gehört es da einfach zum guten Ton. Und tatsächlich bin ich über eine Ecke darauf gestoßen und fand das sehr amüsant, dass sein Nickname in dieser Szene eben Cleverbite war. Und das fand ich tatsächlich so lustig, dass ich halt diesen Namen gleich in mein Spiel eingebaut habe für einen Robohund. Fand ich das irgendwie sehr passend. Wegen Cleverbite. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Ah ja. Okay, hören wir uns mal noch die anderen beiden an. Doch noch.